Wunderschönen guten Morgen, meine beliebte Polymaten. Heute ist Samstag, aber gestern war Freitag. Freitag, der 13. Ist das nicht ein unglücklicher Tag oder was? Ich denke schon, aber ich weiß nicht. Also, es ist mir egal. Für mich, jeder Tag ist glücklich. ja, okay. Aha, so, was habe ich gestern gemacht? Gestern habe ich Matheunterricht, wir haben Integralrechnung gemacht und obwohl ich nicht so schnell bin, habe ich trotzdem alles ein bisschen besser verstanden. Dann haben wir Chemieunterricht gehabt. Das klingt komisch. Und wir haben über Redoxreaktionen, also wir haben Redoxreaktionen Übungen gemacht. Das war richtig interessant für mich. Also es war so wie Mathe 2.0 oder so. Und ja, danach bin ich zu Hause gekommen und dann einfach gechillt. Also es war richtig faul, ich weiß schon. Aber ich werde nicht über meine faule Aktivitäten sprechen, so wie Videos gucken oder egal, sondern ich mochte eigentlich heute über was Polymath bedeutet, warum das wichtig für mich ist und warum ihr sollt das versuchen, falls ihr das interessant findet. So, los geht's. Also erstens, was ist ein Polymath? Ein Polymath ist jemandem, der sich mit verschiedenen Bereiche sich beschäftigt. Ich habe es sich zweimal gesagt, okay, egal. Und es ist jemanden, der in verschiedenen Bereichen sich beschäftigt. Und zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz berühmtes Beispiel ist Leonardo da Vinci, weil er war gut in künstlichen Bereichen, zum Beispiel ja, künstliche Bereichen und in wissenschaftliche Bereichen. Und also in diesen Renaissance-Epoch, also es war empfohlen, dass also Männer und Frauen sollen immer mehr lernen und nicht nur von einem bestimmten Bereich, sondern über alles lernen. Weil wenn man über alles lernt, kann man alles verstehen. Und das finde ich richtig interessant, weil heutzutage haben wir alles umgekehrt gemacht. Also heutzutage, wenn jemand ein Experte in nur einem Bereich ist, dann man ist erfolgreich oder so. Zum Beispiel, ich bin ganz, ganz, ganz gut in, ich weiß nicht, eine Wasserflasche zu verwässern oder so, weiß nicht. Und das ist gut. Aber Menschen sind nicht binär. Also man kann nicht nur ein Ding machen und dann schlafen. Es geht nicht so. Also zumindest denke ich, dass das so nicht sein kann. Weil wir Menschen haben so viele verschiedene Bereiche und verschiedene Fassaden und verschiedene Sachen, dass wir interessant finden. Und deswegen können wir nicht sagen, dass, naja, ich werde nur zum Beispiel Medieninformatik studieren und dann werde ich nur in diesem Bereich mich beschäftigen. Wenn zum Beispiel ich auch Musik liebe oder auch, keine Ahnung, mein Land liebe oder, keine Ahnung, schreiben liebe oder so, ich weiß nicht, das ist von letztes Semester. Und das Ding ist das also, ich denke, dass wenn man versucht, immer mehr zu lernen, nicht wie zum Beispiel, du musst das lernen, weil du, wenn du nicht lernst, dann bist du doof oder was. Das ist nicht eine richtige Motivation für mich. In meinem Fall denke ich, dass man soll lernen, wenn man etwas interessant findet. Und wenn du zum Beispiel vor die Schule oder dein Studium lernen solltest, dann solltest du einfach das anders sehen. Zum Beispiel alles, was ich in der Schule gelernt habe, ist nützlich für mich, wird irgendwie nützlich für mich sein. Weil zum Beispiel Mathe und alle diese wissenschaftlichen Kenntnisse kann ich das auch in andere Bereiche nutzen. Und alles, was mit Kunst und Menschen zu tun hat, kann ich auch in der Wissenschaft nutzen. Und ja, genau, also alles ist zusammen verbunden. Und wenn wir das so sehen, also wenn alles zusammen verbunden ist, dann ist es einfacher, Motivation zu bekommen, um etwas zu lernen oder so. Zum Beispiel, ich finde Medieninformatik interessant, weil ich werde nicht nur Informatik lernen, sondern auch alle
alles, was mit Kommunikationswissenschaft zu tun hat, lernen. Und diese beiden Bereiche zählen ein bisschen umgekehrt, weil also so verschieden, weil also hier gibt es Wissenschaft und Mathe und Logik und was weiß ich, und hier gibt es Menschen und Fragen und so weiter. Und dann kann ich sehen, dass alles verbunden ist. Und ich denke, dass alles im Leben diese gleiche Möglichkeit hat. Also wir können diese Eigenschaft immer finden, aber wir sollen das versuchen. Und ja, also das Ding ist, dass, weil ich will ihr nicht ärgern mit diesem Gespräch-Ding. ja, also das Ding mit Polymathen für mich ist es, dass wenn man mehr und mehr lernt, kann man mehr Weisheit bekommen. Und wenn man Weisheit hat, kann man immer weisere Entscheidungen treffen. Und dann, wenn das so ist, können wir ein besseres Welt haben. Und wenn wir das so haben, dann können wir alle glücklich sein. Und warum nicht? Also, warum sollen wir immer in einer Welt wohnen, wo alles schlecht ist und jeder die andere töten will oder so? Also, ich denke, dass das nicht nur soll, also nicht, also, das soll nicht nur so sein. Also, Moment. Das soll nicht so sein. Und das muss nicht so sein. Also, weil es soll nicht so sein, weil wir Menschen sind und wir wollen das nicht eigentlich. Und es muss nicht so sein, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Also, entweder wir in Friede gehen, also mit Peace and Love und da, all diese Sachen, oder wir werden immer im Krieg sein. Und ja, ich denke, dass es ist besser mit Liebe, also es ist besser, Liebe zu machen, als Kriege zu machen. ja, das klingt nicht so cool, als, also wenn man das auf Englisch sagt, also make love, not war, das klingt ja stärker. Aber naja, ja, also ich denke, ich bin zufrieden mit, was ich gesagt habe. ja, also ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Oh ja, jetzt seid ihr Ihnen. Ich wechsle diesen Ding immer. Und heute, also dieses Wochenende werde ich Mathe lernen, weil ich am Dienstag eine Klausur habe. Am Mittwoch werden wir einen Ausflug machen in das Spionagemuseum. Ich weiß nicht, wo das ist. Und ja, es wäre besser. Mein Name ist Daniel Fernandes. Es gibt noch 51 Tage vor FSB. Ich werde es schaffen. Ich werde es bestehen. Bis morgen. Hoffentlich. Tschüss.